Da der Kampf beim letzten Mal so unglaublich schwer war, würde ich sagen, wir sollten uns immer gut vorbereiten ab sofort. Und damit, ja Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Beim letzten Mal haben wir Bowser freigeschalten. Und naja, was soll ich groß sagen? Wir mussten tatsächlich in Anführungszeichen cheaten, um irgendwas in unserem Leben hinzubekommen. So, was willst du denn von uns? Heilers, hier auf Prima Paletti. Wisst ihr, was das für unsere heile Weltbewertung zu bedeuten hat? Besteht die Möglichkeit, uns wenigstens 3 Heilers vom Hals zu schaffen? Okay, das ist eine Zusatzaufgabe. Können wir safe machen. Aber wir gehen jetzt zur Pfütze, die den Eingang versperrt. Ja, finde ich gut. Aber auf dem Weg dahin könnten wir doch gerade so einen Heiler mitnehmen. Warte, die Brücke ist ja kaputt. Nee, dann nehme ich vielleicht doch die Röhre. Weil die Röhre sieht so aus, als könnte sie uns sicher dorthin geleiten. Genau. Und im Wald passiert dann wieder was Spannendes? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, welche Stufe sind wir jetzt? 17? 18. Okay. Also ich sag's, wie es ist. Wir sind gut vorbereitet. Ein Dorf gerettet, ein Wald voller Pein. Knochenfall! Eines Künstlers Mondes, jedoch am Stiel sind pflaumenfarbige Gardinen drinnen. Dann bin ich raus. Er ist dankbar, dass das Dorf verschont geblieben ist, aber er ist untröstlich wegen der Schädigung des Waldes. Wie machst du das nur? Okay. Zu dem Waldstück wollte ich so oder so jetzt hingehen, um mich da mal genauer umzuschauen. Die Sache ist, wir sind einfach ein Stück weit unterlevelt, wie wir jetzt wissen. Und wir sollten uns auf jeden Fall darum kümmern. Was wird denn hier von uns verlangt? Hier wird Stufe 18 verlangt. Also werde ich auf jeden Fall vorher ein bisschen leveln. Leute, wir werden mal gegen so einen Heiler kämpfen. So, und jetzt auch mit Bowser und allem drum und dran im Team. Let's go. Ich muss erstmal was trinken, ich bin tot. Bowsers Stimme ist schwer. So. Sind tatsächlich sehr spannende Dinge passiert. Das brauche ich nicht. Wir müssen 2 von den Claudussen besiegen. Das sollte doch erstmal kein Problem sein. Bowser macht er hier seinen schönen Flächenschaden. Nutzen wir das doch gleich mal. Dash können wir auch nochmal rausholen. Dash. Und ein zweiter Dash. Dann wird sich hier hingestellt. Wichtig. Und mit einem nach dem anderen geschossen. Ne, mit Rosalina schießen wir zuerst. Weil die am meisten Schaden macht. So, was das hier zu bedeuten hat, weiß ich immer noch nicht. In der Beschreibung steht, dass Waffen 35% mehr Schaden machen. Hier steht, dass Helden näher kommen. Probier jetzt mal beides aus. So, jetzt macht erstmal das hier. Machen wir mehr Schaden? Ich glaube schon. Doch gut jetzt. So. Na los. Der ist jetzt halt umgelaufen. Aber haben wir jetzt auch mehr Schaden? Machen wir jetzt mehr Schaden? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Kann sein, es kann aber auch nicht sein. Da hinten wartet noch der zweite. Ich wollte mich eigentlich nur hier hinstellen. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte mich da hinstellen. Nein, ach Mann. Was ein Müll. Komm, gut Damage. Machen wir mehr Damage? Kann sein, ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall diesen... Ich habe seinen Namen vergessen. Diesen komischen Spark. Auf jeden Fall abrüsten. Ich schicke die hier mal vor. Vor allen Dingen sind wir gerade in den Heiler gedasht und hier sind gar keine Heiler. Oder doch? Einer oder so vielleicht? Ich weiß es nicht. So.
Gut Damage gemacht, jetzt läuft er da rein. Big Damage, zack. Zack und zack. Wunderbar, und down. So muss ein Kampf verlaufen, Mann. Wunderbar. KP werden wieder aufgefüllt. Sehr schön. Und Erfahrungspunkte haben wir jetzt, glaube ich, keine bekommen. Zumindest sah es nicht so aus, als hätten wir welche bekommen. Deswegen bezweifle ich, dass wir welche bekommen haben, weil wir haben keine bekommen. Und wie oft will ich das eigentlich noch sagen? So, einen von drei Heilers haben wir schon. Komm, dann suchen wir doch noch einen. Gehen wir in die City. Ich glaube, in der City gibt es nämlich sehr, sehr, sehr viel zu tun. Bowser hat sehr viele Leben, sehe ich das richtig? 2700? Bin aber bei ihm einmal in Leben reingegangen. Komm, gucken wir uns ganz kurz unser Team an. Wir haben ja Zeit. Wir machen das ganz entspannt hier. Nehmen wir doch auch einmal in mehr Leben rein. Scheinbar wird das nämlich immer wichtig. Die werden wir jetzt erstmal ja nicht im Team haben. Bowser hat noch einen Punkt. Achso, wo ich reingeskillt habe beim letzten Mal. Wir machen einen großen Radius, machen wir so einen Explosionsschaden. Der Schaden ist halt auch höher. Genau, wir können länger fliegen mit Bowser. Wir haben zweimal mehr Leben. Weiß nicht, warum der Typ so viel... So. Unsere Waffe macht viel mehr Schaden und wir machen 4 Koopas. Und mit den Koopas machen wir mehr Schaden und der Cooldown ist weniger. Dann sage ich, sparen wir nochmal. Genau. Ja. Steppen wir direkt mal weiter und kämpfen gegen den nächsten Heiler. Der sich wo befindet? Nimmt hier oben. Hier gibt es noch so viel zu erkunden. Ich bin noch so... Ja, ja. Das ist geschlossen. Okay. Das wird vielleicht später nochmal relevant. Ich weiß es aber nicht. Verlasst euch nicht auf mich. Vielleicht wird es auch gar nicht relevant und es ist nur für eine Sidequest. Unten befindet sich was, wofür wir was bekommen würden. Das Kind und der König Jabba Stufe 18 sind erhalten. Bei dem wir aber nichts tun können tatsächlich. Hier keine Heiler mehr. Waren hier nicht voll viele Heiler im Dorf? Dumm war ja dann der Kampf. Ja. Skurrile Dinge, die passieren. Hier unten noch eine? Ich. Willst du nochmal Fische haben? Hier können wir noch weiter runter. So, für die Fische, ja. Ich bin irgendwelche Heiler zu finden. Hä? Hier los. Der beschwert sich, es gäbe so viele hier. Ich habe nur einen bisher gesehen. Ein Zeichen. Zeichen, dass ich wieder gehen soll. Im Dorf sind tatsächlich keine Heiler mehr. Sind die weggegangen, als wir Kampf gemacht haben? Hier kommen wir durch, wenn wir irgendwo so ein Ding haben. Laufen wir mal hier lang. Da steht doch einer. Haben wir doch mal an hier. Hier hinten befindet sich eine unsichtbare Brücke. Führt uns hier lang. Zu einem weiteren Heiler. Wunderbar. Machen wir den doch direkt mal. Schauen, was wir dafür so Spannendes erhalten. Ich hoffe, viele Erfahrungspunkte, dass wir schnell aufsteigen. Ja, das wäre echt schön. Siege 10 Gegner. Und es sind nur Goombas auf dem Feld. Oh, das könnte schwer werden. Joke. Na, Rabbit Rosalina ist die Einzige, die, glaube ich, im Damage machen jetzt nicht so gut ist. So. Jumpen wir mal. Ich würde sagen, hier hin.
Ich kann ja nochmal dashen. Wollt ihr mehr? Werfen hier mal rein. Machen ziemlich vielen Leuten gut Damage. Sonst noch wer? Schon geschafft? Ja, first try. Dafür kriegen wir jetzt wieder 50 Erfahrungspunkte. Okay. Also ich glaube, Erfahrungspunkte zu grinden kann tatsächlich sehr herausfordernd werden. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. So, wir gehen mal ganz kurz hier hinten lang. Weil hier waren wir noch nicht. Das ist ein komplett neues Areal, oder? Ja, hier gibt's auch Fernseher. Aha. Da hinten ist auch ein Typ, der wahrscheinlich mit uns reden will. Aber zurzeit nicht. Okay. Ich glaube, hier kommen wir auch später nochmal hin. Jetzt hier oben. Hier geht's einfach wieder zu dem Baum. Ja, ja, hier ist unten ein Shortcut. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht, dass wir den Shortcut haben. Dann lass uns kurz noch vor Kamera, dankeschön, zu dem Heiler steppen. Hier müssen wir auch Stufe 18 sein. Bevor wir nicht Stufe 19 sind, fasse ich da nichts an. Wo war denn der Heiler jetzt? Ah, hinter der Brücke auf der anderen. Ja. Ja, hier. Zack. Dashen. Schade, dass sie dadurch keinen Schaden bekommen. Das wäre halt cool gewesen für den Erstangriff, aber irgendwie dachte man sich, nee, nee, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und deswegen wurde es wahrscheinlich dann weggelassen. Yeah. Mein Mikrofon ist in letzter Zeit ein bisschen trash, es tut. Siege Oberlehrer, das sollte auch kein Stress sein. Hoch mit dir. Da vorne haben wir direkt schon einen. Nee, das ist ein Heiler. Oh. Das war geplant. Wir sind denn Oberlehrer? Wobei, ist auch gut, wenn die Heiler weg sind, nicht? Hätte ich gesagt. Das da hinten ist ein Lehrer. Da feuern wir doch mal hin. Sehr schön. Der hat ein bisschen Damage genommen. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier, glaube ich, springen. War mit Rosalina ganz weit nach hier vorne. Komm, komm, komm. Paar Crits. Wunderbar. Hier nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. Der Heiler, dass er nicht hochheilen kann. Wichtig. Sehr, sehr schön. Können wir bei Bowser hüpfen? Nein. Das ist jetzt schlecht. Aber der Heiler kann nicht mehr heilen. Viel zu leicht. Ja, ob es jetzt zu leicht war, würde ich so nicht sagen. Aber ist okay. So, die spawnen wir auch mal. Vielleicht läuft er ja in die Range. Deswegen, man weiß ja nie, was der Gegner tut. Es kann ja auch genauso gut sein, dass er jetzt anfängt, in die Range reinzulaufen. Ich glaube, ich rede wieder zu leise. Kann es sein, dass ich zu leise rede? Es tut mir mega leid, wenn ich zu leise bin. So. Ich glaube nicht, dass der sich hier in den Radius bewegt. Deswegen würde ich einfach sagen... Ja, er heilt sich ein bisschen hoch an uns. Unsere Rabbit Coopers fahren hier hoch. Das ist schon mal gut. Und ich würde sagen, mit ihr steppen wir. Oder mit ihr, nee, mit ihr jumpen wir. Jumpen. Machen wir was draus. Kommen hoffentlich weit nach vorne. Ja, ich sag mal, ist okay. Aber nicht wirklich. So, mit Bowser können wir jetzt auch springen. Nein, können wir nicht. Das eine fällt. Dashen wir den Kollegen doch mal weg. Und nehmen ihn aus dem Leben heraus. Wunder, wunderbar. Ich glaube tatsächlich, dass ich nicht zu leise bin, weil mein Mikrofon sagt die ganze Zeit, ich sei im roten Bereich.
Es sind wieder weirde Einstellungen. Ich sag's euch, daran liegt es. Schieben wir es darauf. So, ein paar Sternteile und Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich mit. Challenge ist damit aber auch geschafft. Ja. Wundervoll. Da oben kommen wir scheinbar auch noch irgendwann hin. Ich würde sagen, wir laufen mal zurück wieder. Und kümmern uns. Wirklich gegen jeden Baum laufe. Und eine Quest für uns? Wenn wir die Brücke reparieren können. Leider scheinbar nicht. Nee. Hier hinten geht's noch weiter. Nee, da kamen wir ja her. Will das noch nicht machen. Ich trau mich nicht. Wir machen erstmal ein paar Quests. Wir machen erstmal so ein paar Quests, um einfach so ein bisschen zu leveln. Vor allen Dingen, ja, im Dorf haben wir ganz viel. Komm, gehen wir ins Dorf. Und sprechen im Dorf einfach jeden zweiten an, der eine Quest hat. Und machen die einfach mal kurz. Weil durch Quests bekommen wir ja ab und zu auch mal ein paar Level. Was dann halt ganz entspannt ist. Hier zum Beispiel kommen wir nicht hin. Aber wir können hier mal reingehen. Gucken, was sich da drin befindet. Aha, aha, aha. Da können wir runter. Und da befindet sich... Ausgang. Hat sich... Wir können Toads hier retten. Aber da müssen wir halt auch Level 18 sein. Aber das können wir gerade machen. Weil das sieht nicht aus, als wäre das storytechnisch sehr relevant. Deswegen, ich glaube, dass es nicht ganz so schwer sein wird. Also hoffe ich zumindest. Was ist... Also in letzter Zeit passieren ganz skurrile Sachen mit meiner Kamera, mit meinem Mikrofon. Es ist weird. Kommen wir denn zu den Toads nach da unten? Scheinbar auch nicht so einfach. Aber vielleicht über den Weg hier. Wo uns auch ganz viel Geld entgegenspringt. Aha. Ja, hier. Und dahinter befindet sich dann auch das Ei, mit dem wir zu dem grünen Ding kommen können. Was uns ja natürlich auch weiterbringen wird, wahrscheinlich. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich zu leise bin. Ja, habe ich. Wir machen einfach diesen hier. Da kann man nicht viel falsch machen. Erreiche den Bereich. Das sollte doch machbar sein. Wir laufen erstmal nach hier oben. Mit Rabbit Rosalina auch. Warte. Wir stellen uns ja ganz schlau an. Wie kann sie? Sie kann bis zu Bowser laufen. Okay. Hoch mit dir. Ja. Wir schaffen das auch safe bis nach hier oben. Okay. Wundervoll. Das heißt, mit ihr höchstwahrscheinlich dann auch, I guess. Aber ich weiß es nicht. Komm schon. Nur noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, wunderbar. Ja, ein Stück weiter. Und Bowser... Kannst du dich um den Kollegen hier kümmern. Feuer da einfach mal volles Kanonenrohr was rein. So, dass der ein bisschen aus dem Weg geht und weg ist. Damit treffen wir keinen. Na, wir sind nicht gut positioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, doch, der ist down. Wunderbar. Sehr schön. Damit kommen wir nicht weit. Ja. Aber vielleicht hat der Kollege Lust, 2-3 Zentimeter näher zu kommen. Und dann würde er da auch ein bisschen down sein. Bisschen den Schaden zurückwerfen, den die ganzen Guys bei uns machen.
Und dann mal gucken. Flug abgeben. Okay. Hat sich gelohnt. Elektrizität verbindet sich auch, okay. Finde ich nicht gut, aber was soll man machen? Hehe. Ich habe den Effekt Elektrizität ja auch, deshalb. Komm ich mit ihr? Ihm muss ich ja auch noch irgendwie da hoch. Weil er kümmert sich mal um den hier. 700 Damage. Okay, wir kommen beide nach da unten. Einmal dashen. Beides mal dashen. Und weg mit dir! Wir hätten den Angriff vielleicht sparen können. Rabbit Rosalina. Wobei, ist glaube ich nicht so schlimm. Weil wir kommen dem Ziel ja schon, sagen wir wie es ist, recht nahe. Wir sind sogar schon, warte. Mit Glück ist der vielleicht sogar raus. Ist er? Ist er nicht. Aber jetzt. Und ich bin nicht ins Ziel gelaufen, weil wir werden in der nächsten Runde auf jeden Fall ins Ziel laufen. Aber wir können auf jeden Fall noch ein paar Sachen mitnehmen. Der ist immer noch außerhalb der Reichweite, ja. Okay. Aber wir schicken mal solche Dinger vor. Ich will ja schließlich hier viel bekämpfen, viel besiegen für die Erfahrungspunkte und nicht einfach hier schnell durchhasseln. Das ist ja auch wichtig. Habe ich gehört, ja. Sonst hätte ich jetzt natürlich mit Rosalina ins Ziel laufen können, anstatt zu schießen. Genau. Gib den Zug ab. Klar, wir kriegen jetzt Damage. Na los. Aber das ist erstmal nicht so schlimm. Wir haben genug. Sehr schön. Hauptsache nicht auf Bowser. Er wird halt auf Bowser schießen, wobei er, er erreicht uns gar nicht. Stopp, stopp, stopp. Erst mit denen hier bewegen. Die kommen hier hoch. Damage nicht schlecht. Ja, komm. Mit Glück sogar mehr Damage, als ich eigentlich Damage machen möchte. Was halt auch nicht schlecht wäre. Sagen wir jetzt, wie es ist. Ist der down? Sehr, sehr cool. Hier darf ich nichts machen. Mit ihr laufe ich jetzt gleich ins Ziel. Wir machen mehr Damage. Können wir den Typen dashen? Nein. Komm schon. Schade. Okay. Dann ab ins Ziel. Wäre das auch erledigt. Wie viele Erfahrungspunkte kommen? Jetzt aber viel. Bitte. Zu wenig, das ist viel zu wenig. Ach man, ich werde wahrscheinlich offcam noch mal ein bisschen was farmen müssen bis zur nächsten Folge. Ja. Scheinbar schon. Dafür haben wir jetzt das Ding hier. Phoenix, dankeschön. Wohin muss ich das werfen? Müsste hier nicht eigentlich ein Auge sein? Was ist eigentlich mit diesem Drachen da links? Den es im Übrigen, funny story, auch in Mario 3D World gibt. Also diese Welt erinnert mich stark an Mario 3D World. Also alles, was es hier gibt, gibt es auch in Mario 3D World. Dieses Auge, war das nicht hier? War doch hier, oder? Da unten! Treffen. Doch. Weil das Spiel mich nicht mag, darum. Treppen wir nochmal zurück. Holen das nochmal und versuchen es von der anderen Stelle auszuwerfen. Warum funktioniert sowas denn nicht? Es ist ja sogar anvisiert gewesen, dass wir treffen würden. Es hat ja sogar geblinkt. Und nein, man trifft trotzdem nicht. Man könnte sich darüber natürlich jetzt beschweren. Oder es einfach noch einmal versuchen. Von hier. Von hier treffe ich es nicht.
Und ich bin mir sicher, Komma, dass ich es von hier auch nicht treffe. Können wir durchs Wasser? Wir können durchs Wasser laufen. Ja, okay, wir treffen es vielleicht doch von hier. Aber wir müssen gut zielen. Meint ihr, wir schaffen das? Boah, krass. Beim zweiten Versuch. Also wir haben hier so ein sumpfiges Gebiet auf jeden Fall. Und den Drachen. Der irgendwie ein bisschen down ist. Oh! Und das Ding, das nehmen wir auch gerade mit. Und putten es da vorne gleich mal rein. Oder hier. Ja, oder hier. Und für uns geht es dann hier dann wahrscheinlich weiter. Ich wollte jetzt aber zuerst noch gucken. Wir haben dadurch nur diesen grünen Ring bekommen, oder? Ja. Bei dem ich das Zeitlimit sowieso nie hinkriegen werde. Aber mal gucken. Spawnt denn was? Okay, in die Richtung. Warte, lass mich hier erst weg. Okay. Let's go. Wir schaffen das im First Try. Ja, sieht gut aus. Jetzt links. Ja. Oh, lauf, lauf, lauf. Bitte. Wunderbar. Und dafür bekommen wir eine Kiste mit Münzen. Das lohnt sich irgendwie nie, dieses Dings zu machen. Aber klar, wir kriegen so eine Planeten-Coin. Da lohnt sich dann doch schon. So. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte nach da hinten mal gucken, wo es denn da lang geht. Weil das ist alles neu. Ja. Hier liegt auch eine Hantel. Strong auf jeden Fall. Wortwörtlich. Der war so unlustig. Oh mein Gott, das war... So, hier müssen wir welches Level sein? 18. Das Übel vom See. So kann man gegen Büsche rennen und dann bonken. Hier sind Gegner. Sind Level 7. Also wenn ich das richtig sehe, gibt es hier hinten noch ganz schön viel zu erkunden. Aber ich weiß halt nicht, ob wir hier schon hin sollen. Wir gucken uns das Ganze trotzdem an. Was hat uns das? Das hat uns gar nichts gebracht. Doch in die Richtung steppen, weil... Ach, das zeigt uns unsichtbare Brücken an. Oh mein Gott. Ja. Hier ist was. Seitig die Finsternisbrücke, ja. Können wir dann alles machen, bevor wir zum Dings gehen. Und um hier hinzukommen, müssen wir scheinbar hier oben noch was erledigen. Der läuft aber nicht hier runter, oder? Nein. Aber den können wir so ein bisschen austricksen. Indem wir mit ihm mit hier rumlaufen. Weil der sieht uns so nicht. Wohin muss das? Ich weiß nicht, wohin das muss. Kann sein, dass das nach da hinten muss. Ja, muss es. Oder? Nicht, dass ich da jetzt völlig umsonst langlaufe. Lauf, 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 lauf. Da ist eine Brücke. Nein. Hä? Okay, wir müssen scheinbar doch da hinten lang. Aber wo denn dann hin? Was ist das hier? Das sieht so sus aus. Eine lilane Brücke. Irgendwie. Wenn ich schrei auch nicht. Rennen, 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 rennen. Und schön hinten dran bleiben. Ach, da links müssen wir hin. Aber hier gibt es keine Brücke. Ich werde nicht gegen den Level 17 Goomba antreten. Stimmt nicht. Lauf, lauf, lauf. Und rein damit. Wunderbar, wunderbar. Okay, der hat uns nicht mehr gesehen. Lauf, lauf, lauf. Checkpoint aktivieren. Okay. Okay, er sieht uns nicht mehr. So, hier haben wir einen weiteren Checkpoint. Und scheinbar... ein weiteres, sehr, sehr großes Areal, wenn ich das richtig sehe. Ah, wir sind jetzt hier hinten. Okay, ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Kreise zu bedeuten haben. Aber hier gibt es anscheinend auch ziemlich, ziemlich viel zu erledigen. Ich werde da jetzt nicht lang gehen. Das gucken wir uns dann im nächsten Part an.
Da ist auch noch ein roter Ring. Und Spikes-Dinger. Alles erinnert mich an Mario 3D World hier wirklich. Und ich würde sagen, ich werde bis zum nächsten Mal ein bisschen was grinden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Abonniert den Channel, dann verpasst ihr die nächste, hoffentlich etwas spannendere Folge nicht. Wir sehen uns, bis dann. Ciao, ciao, Leute.